Ja, moin erstmal und damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Das steht ja schon im Titel, wir spielen heute ein bisschen COD. Ich habe schon alles vorbereitet. Aber ich würde sagen, ich gehe erstmal rüber. So, dann kann ich das Spiel mal wieder entmuten. So, Sekündchen, wo ist es? Da ist es. So, ich glaube, da muss ich den Sound gleich noch ein bisschen einpegeln. Das habe ich nämlich jetzt noch nicht gemacht. Das würde ich einfach mal in-game anstellen. Okay. Ich denke mal, das sollte so passen. Ich werde jetzt auch gar nicht so viel Zeit mit Einstellen verschwenden. Und zwar würde ich gerne mal die Kampagne spielen. Ich habe das Game nämlich noch nicht wirklich gespielt. Ich wollte mal den Zombie-Modus ein bisschen spielen, aber bei meinem alten Rechner, das war ein No-Go. Und von daher würde ich sagen, starten wir da einfach mal rein. Ein neues Spiel. Spielspeicher an bestimmten Punkten? Ja. Schwierigkeit, ich würde mal Söldner machen. Wenn es zu schwer wird, stelle ich runter. Okay, ich mute mich mal. Die Nachfrage auf unserem Planeten war größer als das Angebot. Daher verließen wir sogar unsere Atmosphäre. Die neue Grenze bot die Chance auf einen Neuanfang. Doch die Distanz ermöglichte neue Fraktionen ohne jegliche Verbindung zu unserer Heimat. Neue Regeln, neue Ziele, ein neuer Feind. Die SDF formierte eine Armee und hat sich gewaltsam und auf grausame Weise von der Erde losgerissen. Sie sind keine Revolutionäre. Sie wollen die absolute Macht. Sie überfallen Kolonien, stehlen Ressourcen und kontrollieren Gebiete mit Gewalt. Sie versperren uns mit ihrer Flotte den Zugang zu Rohstoffen, die wir brauchen. Sie wollen alles vernichten, was von der Erde stammt. Heute ist die SDF eine Kriegsmaschine, vom Militär beherrscht. Wenn ein Anführer diese Kraft bündeln würde, würden sie angreifen und versuchen, uns unsere Heimat zu nehmen. Warlord, hier ist K1, bereit für Instruktionen. Verstanden, 1-1. Unsere Waffeneinrichtung wird von der SDF angegriffen. Wir glauben, das ist Teil einer Operation mit Codenamen RIA. Der Aufklärung zufolge ist das Ziel eine Prototypwaffe. Ihr Team wird unseren Prototyp extrahieren und dort alles abfackeln, bevor die SDF ihn findet. Verstanden, Warlord. Wir erledigen das. Eine Minute. Okay, geht schon los. Die Anlage ist dunkel. Wir holen unsere Waffe und fackeln alles ab. Ausrüstung überprüfen. UMA-Systeme online. Okay, an dem Punkt war ich zum Beispiel noch nicht. Bei mir hat es beim Laden aufgehört. Feuer frei. Gun raus. 10 Sekunden. Tür. Okay, alles klar. Schneegebiet, da sehe ich mich. Na dann, los. Abfahrt. Los, raus mit euch, los. Und zack, hinterher. Oh. Da kriege ich wieder ein bisschen Black Ops 2 Flashbacks. Oh. Jungs, wartet auf mich. Im Stream läuft alles flüssig? Sieht so aus. Knappe Kiste hier mit dem Eis. Oberflächentemperatur minus 300. Wir müssen uns sputen. Okay, bei mir läuft alles flüssig. 130 FPS. Kurz abwarten, wie Stream ist. Verstanden. Was scheint flüssig zu laufen? Okay, also wie gesagt, ich weiß von der Story her noch gar nichts. An diesem Punkt hier war ich noch nicht mal. Bei mir, meinem alten Rechner hat es immer kurz nach der Intro-Sequenz ewig lange geladen und hat sich verrannt in einen endlosen Ladescreen. Okay, ich merke schon, wir sollen runter, sonst friert unsere Ausrüstung ein. Ich gehe einfach mal. Oh. Hello there. Sibes, vorangehen. Okay, was haben wir so als zweite Waffenkammer?
So eine Art P90, ja? Schnell zur Waffe, bevor sie sie erreichen. Okay, ich erwarte Call of Duty technisch einfach mal, dass irgendwie böse Russen noch vorkommen werden. Das ist ja so ein Standard bei COD. Ist erledigt. Der Einstiegspunkt ist 30 Meter direkt voraus. Bewegung. Reaper, der Einstiegspunkt ist direkt voraus. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Verstanden. Standhalten. Okay, einen Moment. Ich muss mal ganz kurz noch einen Check machen. Wächter auf dem Dach. Sekunde, kurz Pause. Okay. Scheint ganz gut so zu sein vom Balancing her. Zack. Los! Oh, da ist ja noch einer. Vorrücken. Okay, das gab gerade schon mal eine gute Schelle. Okay, das ist wieder so wie in Advanced Warfare. Das war das letzte, neueste Call of Duty, wo ich die Kampagne noch gespielt habe, glaube ich. Ich glaube, danach habe ich gar keinen mehr gespielt. Advanced Warfare war das tatsächlich das letzte. Oder? Habe ich noch einen neueren? Nee, ich glaube nicht. Mehrere Ziele. Werfen, Sucher! Verstanden. Scheiß auf Ausrüstungstutorial, wir machen es einfach so. Richtig gesichert. Ausschwärmen. Okay, was mich aber stört, mich stört es gerade ein bisschen, dass ich zum Ducken halten muss. Das würde ich gerne umändern. Ducken. Da. Einmal auf C. Ist im Safe der Waffenkammer. Einen halben besser. Kilometer voraus. Nahkampf. Wie sie ihre Pulsen. Ob sie die Explosion gehört haben. Okay. Nehmen wir es an. Dann halten wir sie. Ja, so ist besser. Unser Waffen sind erkannt. Willkommen im Europa-Labor. Na dann mal ran da. Anti-Schwerkraftgranate. Sie sind ausgeschaltet. Okay. Warum betrifft mich das Ding eigentlich nicht? Das würde mich mal interessieren. Warum, wenn es eine Anti-Schwerkraftgranate ist, warum betrifft die mich nicht? Haben unsere Anzüge irgendwie Magnetfüße oder so, dass wir am Boden gefesselt bleiben? Reaper, sind im Labor. Gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Anders könnte ich mir das jetzt jedenfalls nicht erklären. Operation Ria darf nicht gelingen. Wenn die Waffe sichergestellt ist, kann ich die Selbstzerstörung aktivieren. Verstanden. Das Forschungslabor. Waffenkammer sollte als nächstes folgen. Das ist unser Zeichen. Feuer eröffnen! Ah, schade, ich dachte, ich krieg den letzten auch noch. Hat nicht mehr gereicht mit dem Magazin. Okay, kurz in Deckung. Ich sehe halt gerade nicht, wo auf mich geschossen wird. Du warst das. In Bewegung bleiben. Wachsam bleiben, da kommen noch welche. Nehmen wir die Zweitwaffe. Macht sie fertig. Oh ja, das schreit wirklich nach P90, das Ding. Sieht man gar nicht mehr den Waffennamen, wenn man wechselt? Doch, da unten. FHR-40, okay, aber es erinnert mich wirklich stark an den P90, das Ding. Sipes, aufmachen. Wahrscheinlich einfach so eine moderne Version davon. Ja, futuristisch, besser gesagt. Jackpot. Ich sehe den Safe. Reaper, wir sind in der Waffenkammer. Versuchen, die Waffe zu sichern. Verstanden, 1-1. Die Waffe ist im Safe. Sobald sie sicher ist, aktiviere ich die Selbstzerstörung. Die Waffe ist hinter den Türen. Gibt's denn eigentlich auch wieder so Secrets? Wie in Modern Warfare? Müsste eigentlich, ne? Guck mich mal ein bisschen um. Haben wir hier noch irgendwas? Die Schwerkraftgranaten, okay. Schön und gut, ich suche eigentlich mehr so Dokumente, so mit Story-Hintergrund und so. Aber scheint's nicht zu geben, na gut. Ja, ich finde das ja schon so ein bisschen geil, dass das alles jetzt so flüssig läuft. Einfach tausendmal besser als beim alten PC. Wir werden das Ding brauchen.
Okay, das ist ein fetter Oschi. Kompaktes Modell, selbe Technik. Das war das Ziel von Operation Rhea. Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Minigun. Roger, da sehe ich mich ja. Nur 150 Schuss? Die werden doch bestimmt schnell verballert sein. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los. Achtung, Selbstzerstörung aktiv. Sämtliches Personal, das Gebiet umgehen zu verlassen. Feuer! Das ist eine Laserkanone. Holy shit. Okay, da reicht das auf jeden Fall auf. Auch so ein bisschen Zielsuchen, das Ding. Kann ich das... Ich will es wieder ablegen. Scheiße. Okay, noch so ein Teil. Sehr gut. Granate. Oh, warte mal. Das ist der Maid, ne? Aua. Ah, okay, man sollte Granatenwarnungen vielleicht nicht ignorieren. Operation Rhea? Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Okay. Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen da sofort weg. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt. Ich hab so das Gefühl, diesen komischen Bot da, den kriege ich nicht so einfach besiegt, diesen Läufer. Wir sind ja easy, ist einfach nur Fußvolk. Ist gar kein Thema. Oh, sagte er und wurde fast von ihnen getötet. Ah, Junge. Okay. Das lief ja nicht so gut. Ich muss den Sound mal kurz ein bisschen runterdrehen. Der ist mir ein bisschen zu laut. Zumindest die Effekte. Ich stelle die mal so ein. Selbstzerstörungssequenz aktiviert. Operation Rhea? Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz. Hab ich jetzt nur noch eine Waffe? Okay, ich habe nur noch die Zweitwaffe. Schade. Hätte ich dann lieber das Gewehr noch gehabt als... Zweitwaffe, aber verstanden, na gut. Sind auf dem Weg. Man nimmt, was man kriegt. Fünf. Die Uhr tickt, na los! Achtung! Selbstzerstörung aktiv! Sämtliches Personal, das Gebiet umgehend zu verlassen! Feuer! Achtung! Oh, weg mit euch! Das sind einfach auch so unglaublich viele. Und jetzt ist das Ding wieder da. Alter, der macht mir halt auch so übel viel Damage. Keine Munition. Ah, Alter. Holy fuck. Jungs, ich brauche mal ein bisschen Hilfe jetzt. Okay, mit Kugeln kann ich den gar nicht verletzen. Perfekt. Und das ist einfach nur eine Anti-Schwerkraft-Granate. Bringt mir auch sehr viel. Habe ich bitte irgendwo noch... Ist hier irgendwo noch Munition für das Ding? Da vorne, ne? Ich muss an ihm vorbei. So, jetzt habe ich wieder Muni. Muss bloß auf die anderen Soldaten aufpassen. Verrecke jetzt, du Scheißbot! Gott. Scheiße. Ich krieg schon wieder übel Damage. Granate.
Er kann doch jetzt nicht mehr viel haben. Jetzt krepier doch. Guter Abschuss. Na, endlich. Mich auch fast noch erwischt. Reaper! Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich bin nicht so wirklich von der Schwerkraft beeinflusst. Hä? Was denn jetzt passiert? Hab ich was verpasst? Okay, 10 Sekunden. Muss ich raus jetzt, oder wie? Okay, da war schon wieder so ein scheiß Bot. Ihr Team wurde nicht rechtzeitig evakuiert. Ja, was soll ich denn machen? Ich bleib einfach mal bei den anderen. Dieser Timer da oben auch. Ich blick's halt nicht. Warum sterbe ich denn? Oh, ich bin gemutet. Scheiße. Warum war ich gemutet die ganze Zeit? Belastend. Endmuten-Taste hat wohl nicht funktioniert. Ich hoffe, das war jetzt nicht so lange. 18 Sekunden. Dann ist das, weil die Zeit einfach abläuft. Das ist ja fies. Dann muss ich wirklich jetzt die Mission neu starten, oder was? Weil die Zeit läuft jetzt gleich ab und dann bin ich tot. Ja, perfekt. Einfach ein Witz. Ja, dann habe ich ja kaum eine Wahl. Dann müssen wir die jetzt noch schnell nochmal neu machen. Verstanden, Warlord. Okay, also wir müssen uns merken, wir müssen die Zeit hundertprozentig ausnutzen. Hochfahren, wir werden das Ding brauchen. Heißt einfach so schnell wie möglich hier durch. Nicht so lange an den Gegnern aufhalten. Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen da sofort weg. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los. Achtung! Der Sprecher kommt mir aber auch irgendwoher bekannt vor. Ich glaube, den kenne ich noch aus einem anderen Shooter-Game. Vielleicht sogar aus einem anderen COD-Teil. Das könnte die Stimme von McTavish sein. Soap McTavish aus Modern Warfare 2. Der hat ja in Modern Warfare 3 auch einen anderen Sprecher. Aber ich glaube, das ist sogar der gleiche. Jetzt, wo ich mal so drüber nachdenke. Okay. Brauch die Muni. Der muss halt jetzt schnell drauf gehen. Ich habe keine Zeit. Ah, nein, lass mich durch. Bitte. Ah, nein, lass mich rein. Bitte. Bitte einfach reinlassen. Okay. Das wird schon wieder so fucking knapp. Okay, aber ich glaube, diesmal ist es besser. So, okay. Jetzt geht's auch. Perfekt. Und tschüss.
festhalten! Okay, was geht jetzt ab? Holy, holy, holy! Oh shit! Okay, wir haben überlebt. Oh, ich habe gerade Steps neben mir gehört, das ist gar nicht gut. Wir brauchen Luft. Ich komme. Ja. Auf die Beine mit ihm, er braucht Luft. Ah, na Mensch, da ist er ja, der gute alte Kit Harington. Der gute Jon Snow, man kennt ihn. Wie viele waren noch bei Ihnen? Nur wir. Was ist mit dem abgeschossenen Schiff? Meine Männer brauchen Hilfe. Sie sorgen sich um ihre Männer. Komm, mach jetzt nicht diesen. Vernebelt den Verstand. Sympathisch an der Stelle? Genau deshalb werden sie nicht gewinnen. In Game of Thrones war er mir sympathischer. Dieser Ort gehört ihnen nicht mehr. Er hat mir den Sauerstoff geklaut. Er hat mir einfach eiskalt den Sauerstoff geklaut. Was ein Hurensohn. Sparen Sie sich die Kugel. Wer ist er denn? Alles klar, die sind richtig arschig unterwegs heute hier, die Gegner.